Ich tue es. Nach längerer Zeit werde ich mal wieder ein neumodisches Videogame spielen. Und es gehört viel dazu, mich als Oldschool-Gamer zu überzeugen. Schauen wir mal, ob The Last of Us meine letzte Hoffnung hervorragender Spiele ist. Oder nur ein sanfter Windstoß, wie der Titelbildschirm vermuten lässt. Fangen wir an. Sand. Erinnert mich an Prince of Persia. Tolles Spiel. Noch mehr Sand. Tja, kein Sand der Zeit, sondern Ladezeiten. Lange Ladezeiten. Hallo, ich möchte beginnen. Können diese Punkte mal verschwinden? Der Ladevorgang lädt einen Ladebildschirm. Warum auch nicht? Und da ist es endlich, der Anfang von The Last of Us. Zumindest hat sich das Warten gelohnt. Die Cutscene vereint lebensecht animierte Charaktere mit glaubhaften Situationen. Die Vater-Tochter-Beziehung wirkt dadurch sehr eindrucksvoll. Nach dieser Filmsequenz erwacht das kleine Mädchen und der Spieler kann jetzt diese Figur durch Räume steuern und Fernseh gucken. Und eine Explosion aus dem Fenster betrachten. So wie es scheint, ist dies eine weitere Cutscene. Nur, dass ich eben den Analogstick benutzen muss, um vorzuschreiten. Der Vater wurde gefunden. Aufgabe erfüllt. Und raus hier. Nein, unsichtbare Wand. Das Spiel zwingt mir sein Skript auf und schränkt dadurch die Freiheit ein. Aber ganz so kritisch muss ich dann doch nicht sein. Der Anfang ist wirklich nur für die Inszenierung gedacht. Und diese wirkt opulent und mitreißend. Der Rest des Spiels wird wohl auch extrem gigantisch. Schließlich hat das Empire Magazine The Last of Us als Anwärter des besten Spiels dieser Konsolengeneration und als Citizen Kane-Moment bezeichnet. Citizen Kane. Noch heute begeistert mich dieser Film auf visueller und erzählerischer Ebene. 50 Jahre lang hielt sich Citizen Kane in Großbritannien auf dem Spitzenplatz. Und das amerikanische Filminstitut bezeichnet diesen Meilenstein noch heute als besten Film aller Zeiten. Tja, The Last of Us, mit dem Citizen Kane-Vergleich bist du sicherlich auch ein hervorragender Film. Ich meine Spiel. Moment mal, Citizen Kane, bestbewerteter Film? Da gab es doch noch ein Spiel, das die meisten positiven Rezensionen bekommen hat. The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Ein großartiges Erlebnis und das international bestbewertete Spiel aller Zeiten. So, The Last of Us, zeig mal, was du drauf hast, um mit solch einem Titel mitzuhalten. Möge das Duell vollendeter Gamekunst beginnen. Schauen wir uns erst einmal die Einführung von Ocarina of Time an. Auch hier erwacht unsere Spielfigur und das Abenteuer kann beginnen. Anstatt geskriptet durch eine Wohnung zu laufen, gibt es in Zelda ein prächtig gestaltetes Dorf, das erkundet werden kann. Das Game präsentiert schon zu Beginn sämtliche Freiheiten. Der Spieler lernt einzelne Figuren kennen, erfindet versteckte Orte, sammelt fleißig Rubine, um sich benötigte Items zu kaufen, man erhält nützliche Hinweise für den Kampf, und für den Umgang mit bestimmten Objekten. Nicht gerade kinderfreundlich. Nach der spielerisch sensationellen Einführung folgt eine Sequenz mit dazugehöriger Story. Die Geschichte rund um das Vermächtnis uralter Macht mag vielleicht interessant sein, doch da diese nur in Textboxen präsentiert wird, kann man nicht so richtig mit den Figuren mitfühlen. Und hier punktet The Last of Us. Durch modernes Performance Capturing wirken die Charaktere viel glaubwürdiger und der Spieler wird dadurch ins Geschehen mit eingebunden.
Die fabelhafte Präsentation dient jedoch nur als Oberfläche für eine spannende Geschichte rund um einer postapokalyptischen Welt. Fragen über moralische Entscheidungen und Vertrauen werden hier besonders deutlich dargestellt. Aber euch zu helfen, hätte ihn gefährdet. Und auch die einzelnen Konflikte zwischen den Figuren haben eine echt soghafte Wirkung. Alle, die mir wichtig waren, sind entweder gestorben oder abgehauen. Alle? Außer dir, verdammt! Die Geschichte wird zudem wunderbar ins Spielgeschehen mit einbezogen. Ihr werdet beispielsweise von einem maskierten Einzelkämpfer gerettet, dann kämpft ihr mit ihm gemeinsam gegen Infizierte. In einer Zwischensequenz erfährt man mehr über die bis dahin unbekannte Person und die nächste Aufgabe des Spielers. Und so schreitet die Reise von The Last of Us kontinuierlich und gut erzählt voran. Ocarina of Time trennt Haupthandlung und Spielsituation. Jedoch gibt es auch hier interessante Story-Elemente. Dazu gehört besonders das Zeitreisesystem, bei dem sich Handlungsorte verändern und Charaktere entwickeln. Die Grundhandlung ist jedoch eine einfache, guter Held, gute Prinzessin, böser Bösewicht Geschichte. Die Charaktere in The Last of Us sind da wesentlich vielschichtiger. Es gibt den erbarmungslosen Joel, die blutrünstige Ellie oder den arroganten, von Leid getragenen, ach ja, und geisteskranken Bill. Gibt es in diesem Spiel auch friedvolle Wesen? Der Hase da sieht unschuldig aus. Mein Gott, wenn das Kinder sehen würden. Auch wenn der Inhalt einer Geschichte immer Geschmacksfrage ist, durch moderne Computertechnologie und Inszenierung schafft es The Last of Us erzählerisch besser zu überzeugen. Das hier ist gar nicht so schlecht. Viel wichtiger jedoch sind die wesentlichen Spielmechaniken und das Game Design. The Last of Us zeigt sich als ein nervenaufreibendes Schleichspiel. Es wird zwar oft als Survival-Horror bezeichnet, da Munition und Ausrüstung sehr knapp sind, wer sich jedoch an den Kreaturen vorbeischleicht, hat mehr Erfolg, als wenn ihr versucht, einen Haufen Items einzusammeln, um damit alle Gegner zu erledigen. Manchmal ist man auch darauf angewiesen, alle Gegner zu töten. Im Kern ist The Last of Us aber wohl eher Stealth-Horror als Survival-Horror. Ist doch ganz logisch. Wenn ich etwas Zucker in meinen Tee hinzufüge, ist das ein Tee mit Zucker. Wenn ich aber meinen Zucker mit etwas Tee kombiniere, dann ist das völlig ungenießbar. Schließlich hat das Spiel auch noch menschliche Gegner und diese müssen ebenfalls leise ausgeschaltet werden. Bei Schusswechseln gilt es jedoch aus der Deckung das Feuer zu erwidern. Das Kampfsystem in Ocarina of Time ist im Grundaufbau absolut anders als bei The Last of Us und somit ist ein direkter Vergleich ausgeschlossen. Allerdings ist die Vielfalt der Gegner und Ausrüstung wesentlich größer als beim Survival-Horror. The Last of Us bietet eine etwas magere Waffenauswahl. Kreaturen, die anfangs noch eine überraschende, furchteinflößende Wirkung haben, tauchen auch am Ende des Spiels in gleicher Form auf und verlieren zunehmend ihren Reiz. In Zelda werden die Gegner zunehmend stärker. Und auch der Schwierigkeitsgrad der Schleichpassagen steigt enorm. Das ist noch schwerer als bei Metal Gear. Nimm es nicht persönlich, Snake. Was The Legend of Zelda Ocarina of Time jedoch so hoch auszeichnet, ist die faszinierende Game-Struktur. Aufgaben, die ihr in der Vergangenheit erledigt, haben eine hohe Auswirkung für die Zukunft. Somit lassen sich zum Beispiel neue Passagen entdecken. Der Erkundungsreiz ist ebenfalls fabelhaft, da die Welten sehr unterschiedlich designt und richtig gut verknüpft sind. Anstatt irgendeine belanglose, offene Welt zu kreieren, wie es in heutigen Spielen so üblich ist, hat jeder Ort seine speziellen Geheimnisse, die zum Entdecken einladen. Die variationsreichen Zeitquests passen ebenfalls perfekt zur Spielwelt und geben diesem Action-Adventure einen gewissen Rollenspielfaktor. Zelda ist deshalb nun nicht gleich ein Rollenspiel, so wie es in einigen Zeitungen steht. Ist doch ganz logisch. Wenn ich mir Marmelade aufs Toastbrot schmiere, habe ich ein Marmeladentoastbrot. Wenn ich mir aber meinen Toast in Marmelade schmiere, dann... Marketing.
Das Leveldesign in The Last of Us ist ebenfalls zum Teil riesig und hübsch gestaltet. Nur leider ist der Erkundungsreiz nicht allzu hoch, da es kaum etwas Neues zum Einsammeln gibt. Und da das Spiel nicht erlaubt, besuchte Orte erneut zu erkunden, ist es auch sehr mühselig, Bonus-Items zu finden. Die größte Schwäche in The Last of Us sind allerdings die eintönigen Puzzles. Ständig müsst ihr Gegenstände an vorgesehenen Orten platzieren. Die Aufgaben wiederholen sich bis zum Ende, sodass ihr dann sofort wisst, was zu tun ist. Selbst die Figuren sind von diesen Möchtegern-Rätseln abgeturnt. Ich weiß, steig auf die Scheißpalette. In durchdachten Rätselspielen wie Zelda stellt euch schon der erste Abschnitt mit unterschiedlichen Lösungen für das gleiche Objekt auf die Probe. Nicht zu vergessen sind die bei Puzzle-Aufgaben einzusetzenden Items. Beispielsweise muss herausgefunden werden, an welchen Punkten ihr euch mit den Greifhaken heranziehen könnt. Auf nacktem Metall funktioniert diese Aktion leider nicht. Bei genauen Suchen findet man jedoch den nackten... Okay, Nintendo ist ein familienfreundliches Unternehmen. Es gibt auch keine verschmorten Skelette oder Gewalt gegen Tiere. Zum Fazit, The Last of Us ist sehr opulent gestaltet. Ocarina of Time besitzt mehr spielerischen Tiefgang und eine klare Levelstruktur. In dieser Kategorie übertrifft Link den Endzeit-Cowboy. Den Favoriten dieser zwei Videospiele kann jeder Gamer für sich auswählen. Möchte man mehr Video, The Last of Us ist die richtige Wahl. Will man mehr Spiel, The Legend of Zelda Ocarina of Time steht für euch bereit. Ich persönlich bleibe Retro-Game-Liebhaber und Ocarina of Time ist für mich die unerreichte Faszination eines Videospiels. Eine Legende meisterlicher Game-Kreation. Trotzdem bin ich froh, ein packendes Neuzeitspiel gespielt zu haben. The Last of Us unterhält dank einer ausgefeilten Gameplay-Cutscene-Kombination und bleibt bis zum Ende spannend. Was für ein emotional bewegendes Spiel. Ich freue mich riesig auf einen Nachfolger und warte sehnsüchtig darauf. Oder ich besorge mir so lange eines dieser belanglosen Fortsetzungen von Call of Duty.